Kapitel 3, Teil 2. Der König saß am Kamin und war in einen warmen Samtumhang mit Pelzbesatz gehüllt. Als er die Tür hörte, sprang er auf. Ich machte einen tiefen Hofknicks. »Ihr habt nach mir geschickt, Eure Majestät.« Er konnte seine Augen nicht von meinem Gesicht wenden. »Ja, und ich danke euch, dass ihr gekommen seid. Ich wollte euch sehen. Ich wollte reden. Ich wollte ein wenig...« Schließlich unterbrach er sich. »Ich wollte euch.« Ich trat näher. Aus dieser Entfernung würde er Annes Parfüm riechen, dachte ich. Ich sah seinen Blick, der von meinem Gesicht zu meinem Haar und wieder zurückwanderte. Hinter mir hörte ich die Tür, als George uns ohne ein Wort verließ. Henry bemerkte nicht einmal, dass er ging. »Ich fühle mich sehr geehrt, Majestät«, murmelte ich. Er schüttelte den Kopf, nicht ungeduldig, sondern wie ein Mann, der keine Zeit mit Spielereien zu verlieren hat. »Ich will euch«, sagte er noch einmal, völlig ausdruckslos, als wäre das alles, was eine Frau wissen müsse. »Ich will euch, Mary Boleyn.« Ich trat einen kleinen Schritt näher. Ich lehnte mich zu ihm hin. Ich spürte die Wärme seines Atems und dann die Berührung seiner Lippen auf meinem Haar. Ich bewegte mich weder vor noch zurück. »Mary«, flüsterte er, und seine Stimme erstickte beinahe vor Begierde. »Majestät?« »Bitte, nennt mich Henry. Ich möchte meinen Namen aus eurem Mund hören.« »Henry.« »Wollt ihr mich?« flüsterte er. »Als Mann, wenn ich ein Bauer auf dem Landgut eures Vaters wäre, würdet ihr mich dann wollen?« Er lüpfte mir mit der Hand das Kinn, damit er mir in die Augen schauen konnte. Ich erwiderte seinen strahlend blauen Blick. Vorsichtig und zart erhob ich die Hand zu seinem Gesicht und spürte seinen weichen, lockigen Bart. Bei meiner Berührung schloss er sofort die Augen, wandte dann das Gesicht um und küsste meine Hand, die sein Kinn umfangen hielt. »Ja«, antwortete ich, und es war mir gleichgültig, dass das Unsinn war. Ich konnte mir diesen Mann nur als König von England vorstellen. Er konnte genauso wenig leugnen, dass er der König war, wie ich leugnen konnte, dass ich eine Horvath war. »Wenn ihr ein Niemand wärt und ich ein Niemand, dann würde ich euch lieben«, flüsterte ich. »Wenn ihr ein Bauer mit einem Hopfenfeld wärt, würde ich euch lieben. Wenn ich ein Mädchen wär, das zur Hopfernte kommt, würdet ihr mich dann lieben?« Er zog mich näher an sich heran. Seine Hände lagen warm auf meinem Mieder. »Das würde ich«, beteuerte er. »Ich würde euch überall als meine wahre Liebe erkennen, wer auch immer wer und wer auch immer ich wäre. Ich würde euch sofort als meine wahre Liebe erkennen.« Sein Kopf neigte sich zu mir herab und er küsste mich, zuerst sanft, dann wilder, heißer. Schließlich führte er mich an der Hand zum Himmelbett und legte mich darauf, vergrub den Kopf in der schwellenden Rundung meiner Brüste, die sich über dem Mieder wölbten, das er in freundlicher Weise für ihn gelockert hatte. Im Morgengrauen stützte ich mich auf den Ellbogen und blickte durch die bleivergasten Scheiben des Fensters auf den langsam hell werdenden Himmel. Mir war klar, dass auch Anne den anbrechenden Tag beobachten würde und dass sie nun wusste, dass ihre Schwester die Mätresse des Königs und die wichtigste Frau in ganz England war, dass ich hinter niemanden als nur der Königin zurückstand. Ich fragte mich, was sie wohl in diesem Augenblick dachte. Ich fragte mich, wie sie wohl fühlte, da sie wusste, dass der König mich auserwählt hatte, dass auf mir die ehrgeizige Hoffnung der Familie ruhte, dass ich und nicht sie in seinem Bett lag. Eigentlich wusste ich es ganz genau, sie würde jene verwirrende Mischung von Gefühlen verspüren, die auch ich sie immer in mir erregt hatte. Bewunderung und Neid, Stolz und wütende Rivalität, das Verlangen, den Erfolg der geliebten Schwester mitzuerleben und das leidenschaftliche Begehren, die Rivalen stürzen zu sehen. Der König regte sich. »Seid ihr wach?« erkundigte er sich halb unter der Decke verborgen. »Ja«, antwortete ich sofort munter. Ich fragte mich, ob ich nun gehen sollte. Aber dann tauchte er lächelnd aus dem verwirrenden Laken auf. »Guten Morgen, mein Herz«, begrüßte er mich. »Geht es euch gut? Heute Morgen?« Ich merkte, dass ich ihn auch anstrahlte, seine Freude widerspiegelte. »Sehr gut geht es mir.« »Fröhlich im Herzen?«
glücklicher, als ich es je gewesen bin. Dann komm zu mir, sagte er und breitete die Arme aus. Ich glitt in seine warmen, morsches duftende Umarmung und sein mächtiges Schenkel pressten sich an mich. Seine Arme umfingen meine Schultern. Sein Gesicht schmiegte sich an meinen Nacken. »Oh, Henry«, sagte ich töricht, »oh, mein Liebster.« »Oh, ich weiß«, erwiderte er gewinnend, »kommt ein wenig näher.« Ich verließ ihn erst, als die Sonne schon aufgegangen war. Ich musste mich beeilen, um mein Zimmer zu erreichen, ehe die Bediensteten kamen. Henry Sipes half mir in mein Kleid, schnürte meinen Mieder auf den Rücken, legte mir gegen die Kälte des Morgens seinen Umhang über die Schultern. Als er die Tür öffnete, lümmelte sich im Fenstersitz mein Bruder George. Beim Anblick des Königs sprang er auf und verneigte sich, die Kappe in der Hand. Mir warf er ein süßes Lächeln zu. »Bringt Mr. Scarry zurück in ihr Gemach«, befahl der König. »Und dann schickt bitte den Aufseher des Schlafgemachs zu mir, George. Ich möchte heute früh aufstehen.« Mein Bruder verneigte sich erneut und bot mir den Arm. »Und kommt nachher mit mir zur Messe«, fügte er noch in der Tür hinzu. »In meine Privatkapelle, George.« »Ich danke euch.« George nahm mit eleganter Geste die großartigste Einladung an, die ein Höfling zuteil werden konnte. Die Tür zum Privatgemach schloss sich, während ich noch im Hof nichts verharrte. Rasch schritten wir durch den Audienzzimmer in den großen Saal. Wir waren zu spät unterwegs, um den niedrigsten Dienern aus dem Weg zu gehen, den Jungen, die große Holzscheiten den Saal schleppten und dafür sorgten, dass die Kaminfeuer nie erloschen. Andere Buben fegten den Boden und die Bewaffneten, die da eingeschlafen waren, wo sie ihre Abendmahlzeit eingenommen hatten, schlugen die Augen auf, gähnten und verfluchten den starken Wein. Wir eilten die Treppe hinauf in die Gemächer der Königin. Anne öffnete die Tür, nachdem George angeklopft hatte, und zog uns ins Zimmer. Ihr Gesicht war blass vor Müdigkeit, ihre Augen waren rot gerändert. Ich weidete mich an dem köstlichen Anblick meiner Schwester, die von der Eifersucht gequält wurde. »Nun?«, fragte sie brüsk. Ich blickte auf die glatte Bettdecke. »Du hast nicht geschlafen.« »Ich konnte nicht«, antwortete sie. »Und ich hoffe, du hast auch sehr wenig geschlafen.« Ich zuckte ein wenig vor ihren derben Sprüchen zurück. »Komm schon«, sagte George. »Wir wollen nur wissen, ob alles gut gegangen ist, Mary. Vater muss es wissen und Mutter und Onkel Horvath. Du gewöhnst dich besser daran, darüber zu reden. Es ist keine Privatsache.« »Es ist die privateste Sache der Welt.« »Nicht für dich«, antwortete Anne kalt. »Also hör endlich auf, dich zu benehmen wie eine Milchmagd im Frühling. Hat er dich genommen?« »Ja«, erwiderte ich knapp. »Mehr als einmal?« »Ja.« »Gott sei gepriesen«, sagte George. »Sie hat es geschafft. Ich muss gehen. Er hat mich gebeten, mit ihm in die Messe zu hören.« Er durchquerte das Zimmer und umarmte mich fest. »Gut gemacht. Wir reden später weiter. Ich muss jetzt gehen.« Wenig diskret schlug er die Tür hinter sich zu. Anne zischte missbilligend und wandte sich dann der Truhe zu, in der wir unsere Kleider aufbewahrten. »Du ziehst besser das cremeweiße Kleid an«, meinte sie. »Kein Grund, sich wie eine Hure zu kleiden. Ich hol dir heißes Wasser. Du musst baden.« Sie hob die Hand, als ich protestierte. »Oh ja, du badest. Und wäsch dir das Haar. Du musst makellos sein, Mary. Sei nicht so eine faule Schlampe. Und zieh das Kleid aus, schnell. In weniger als einer Stunde müssen wir mit der Königin zur Messe gehen.« Ich gehorchte ihr, wie immer. »Aber freust du dich denn nicht für mich?«, fragte ich, als ich mich mühsam von meinen Mieder und den Unterrock befreite. Ich sah ihr Gesicht im Spiegel, die Eifersucht, die sie übermannte und die beim nächsten Wimpernschlag schon wieder verborgen war. »Ich freue mich für die Familie«, antwortete sie. »An dich denke ich eigentlich kaum.« Der König saß auf seinem Privatempore, blickte in der Kapelle hinunter und hörte die Matine, als wir Schwestern zum Gemach der Königin gingen, das gleiche nebenan lag. Wenn ich angestrengt lauschte, konnte ich das Murmeln des Hofbeamten hören, der dem König Dokumente vorlegte, die dieser überflog und unterzeichnete, während er den Priestern unten dabei beobachtete, wie er die vertrauten Rituale der Messe vollzog. Der König erledigte seine Geschäfte stets während den Morgengottesdienst, darin folgte er seinem Vater. Manche hielten diese morgendliche Arbeiten deswegen für geheiligt. Andere, unter anderem mein Onkel, meinte, dies zeigte lediglich,
dass der König seine Geschäfte schnell aus dem Weg haben wolle und dass er ihnen nur seine halbe Aufmerksamkeit widme. Ich kniete in den Privatgemächern der Königin auf einem Kissen, blickte auf den elfenverbeinenden Glanz meines Kleides hinab. Ich konnte Henrys Hitze noch immer in der Wundheit zwischen meinen Beinen spüren, ihn auf den Lippen schmecken. Trotz des Bades auf den Elm standen hatte, bildete ich mir ein, den Schweiß von seiner Brust auf meinem Gesicht und meinem Haar riechen zu können. Wenn ich die Augen schloss, verharrte ich nicht im Gebet, sondern hing lüsternen Träumen nach. Die Königin kniete mit ernster Miene neben mir, den Kopf unter den hohen Spitzenhaube hoch erhoben. Ihr Gesicht wirkte verhärmt und müde. Sie neigte den Kopf über den Rosenkranz. Die Messe zog sich endlos lang hin. Ich beneidete Henry, den seine Staatspapiere ablenkten. Die Aufmerksamkeit der Königin ließ keine Sekunde nach. Ihre Finger bewegten sich rastlos über die Kugeln des Rosenkranzes. Die Augen hielt sie andächtig geschlossen. Erst als der Gottesdienst zu Ende war und der Priester die Kelche mit den weißen Tüchern auswischte und wegtrug, stieß sie einen langen Seufzer aus, als hätte sie etwas gehört, das uns entgangen war. Sie wandte sich um und lächelte uns an, alle ihre Hofdamen, sogar mich. »Jetzt wollen wir unser Frühstück einnehmen«, sagte sie freundlich. »Vielleicht speist der König mit uns.« Als wir an seiner Tür vorüberzogen, merkte ich, wie meine Schritte sich verlangsamten, weil ich nicht glauben konnte, dass er mich ohne ein Wort vorübergehen lassen würde. Als hätte er das gespürt, riss mein Bruder George genau in diesem Augenblick die Tür auf und sagte laut, »Guten Morgen, meine liebe Schwester.« Hinter ihm blickte Henry rasch von seinen Papieren auf und sah mich im Türrahmen stehen, mit dem cremefarbenen Kleid, das Anne für mich ausgesucht hatte. Bei meinem Anblick seufzte er auf, und ich spürte, wie mir die Röte ins Gesicht stieg und ein Lächeln das Gesicht wärmte. »Guten Tag, Sire, und auch dir, guten Tag, mein lieber Bruder«, sagte ich leise, während ich die Augen nicht von Henrys Gesicht losreißen konnte. Henry stand auf und streckte die Hand aus, als wolle er mich an sich ziehen. Mit einem Blick auf sein Schreiben verharrte er jedoch in der Geste. »Ich frühstücke mit euch«, meinte er. »Sagt der Königin, dass ich euch in wenigen Augenblicken folgen werde. Sobald ich mit diesen...« Seine vage Handbewegung verriet, dass er keinerlei Vorstellung hatte, worum es in diesen Papieren ging. Wie magisch angezogen kam er durch das Zimmer auf mich zu. »Und ihr, geht es euch gut heute Morgen?« fragte er leise, nur für meine Ohren bestimmt. »Ja«, ich warf ihm einen schnellen, koketten Blick zu. »Ich bin ein wenig müde.« Seine Augen glitzten auf. »Habt ihr nicht gut geschlafen, meine Süße?« »Kaum.« »Hat euch das Bett nicht gefallen?« Ich kam in Straucheln. Bei derlei Wortgeplänkel stellte mich nie so geschickt an wie Anne. Schließlich sagte ich nur schlicht die Wahrheit. »Sire, es hat mir sehr gut gefallen.« »Würdet ihr dort wieder schlafen?« Ich fand die richtige Antwort. »Oh, Sire, ich habe gehofft, dass ich dort schon sehr bald wieder nicht schlafen würde.« Er warf den Kopf in den Nacken und lachte. Er griff meine Hand und drückte mir einen Kuss auf die Handfläche. »Meine Dame, euer Wunsch ist mir Befehl«, versprach er. »Ich bin euer Diener in jeder Beziehung.« Ich neigte den Kopf, um seinen Mund zu sehen, den er auf meine Hand presste. Ich konnte die Augen nicht von seinem Gesicht losreißen. Er hob den Kopf und wir blickten einander mit einem langen Blick voller Begierde an. »Ich sollte jetzt gehen«, sagte ich. »Die Königin wird sich schon fragen, wo ich bleibe.« »Ich folge euch«, erwiderte er. »Glaubt mir.« Ich warf ihm einen raschen Lächeln zu und lief die Galerie hinter den Hofdamen her. Ich hörte das Rascheln meines Seidenkleides. Mit jeder Faser meines Körpers spürte ich, dass ich jung und wunderschön war und geliebt wurde, geliebt von keinem Geringeren als dem König von England. Er erschien zum Frühstück und lächelte, als er sich setzte. Die blassen Augen der Königin nahmen mein rosiges Gesicht und den satten Schimmer meines cremefarbenen Kleides wahr, und sie wandte den Blick ab. Sie rief nach Musikanten, die uns während der Mahlzeit aufspielen sollten, und befahl ihren Rittermeister herbei. »Werdet ihr heute auf die Jagd gehen, Sire?« fragte sie den König freundlich. »Ja, gewiss. Möchte vielleicht einige Damen der Jagd folgen«, lud uns der König ein. »Da bin ich ganz sicher«, antwortete sie in ihrem gewohnten, liebenswürdigen Ton. »Mademoiselle Belaine, Mistress Parker,
Mistress Carey? Von euch weiß ich, dass ihr begeisterte Reiterinnen seid. Möchtet ihr euch dem König anschließen? Jane Parker warf mir einen raschen, boshaften Blick zu, weil die Königin mich als Letzte genannt hatte. Sie weiß nichts, dachte ich, und vollführte im Geiste einen Freudentanz. Sie kann triumphieren, so viel sie will, denn sie weiß nichts. Wir wären entzückt, mit dem König auszureiten, antwortete Engler allglatt. Alle drei. Im großen Hof vor den Ställen stieg der König auf sein großes Jagdpferd, während einer der Stallburschen mich auf den Sattel des Pferdes hob, das mir der König geschenkt hatte. Ich schlang mein Bein fest um den Sattelknauf und drapierte meine Reitgewand so, dass es in schönen Faltenwurf herabfiel. Anne musterte mich kritisch, wie immer, ohne auch nur die kleinste Kleinigkeit zu übersehen, und ich freute mich, als sie mir anerkennend zunickte. Sie rief dem Reitburschen zu, er möge ihr den Sattel helfen, und brachte ihr Jagdpferd ruhig neben meinem zum Stehen, während sie sich zu mir herüberlehnte. »Wenn er dich in den Wald führen und dich dort nehmen will, sagst du nein«, flüsterte sie mir zu. »Versuch dich daran zu erinnern, dass du eine Horvath bist und keine dahergelaufene Hure.« »Wenn er mich aber will?« »Wenn er dich will, dann wartet er.« Der Jäger blies ins Horn, und alle Pferde auf dem Hof strafften die Muskeln. Henry grinste mir zu wie ein aufgeregter Bub, und ich strahlte zurück. Meine Stute Jesmond war angespannt wie eine Feder, und als der Jagdmeister endlich den Weg über die Zugbrücke anführte, trabten wir rasch hinter ihm her. Es war ein strahlender Tag, aber nicht zu heiß. Die Wiesen wogen in einer kühlen Brise, und die Schnitter lehnten sich auf ihre Sensen und schauten auf uns, als wir vorüberritten, lüfteten die Mützen, sobald sie die leuchtenden Farben der adligen Reiter bemerkten, fielen dann auf die Knie, als sie die Standarte des Königs erblickten. Ich schaute zum Schloss zurück. Ein Fenster in den Gemächern der Königin stand offen, und ich sah sie mit ihrer dunklen Haube und mit bleichem Gesicht da stehen und uns nachblicken. Sie würde sich zum Abendessen zu uns gesellen, und sie würde Henry anlächeln und mich anlächeln, als hätte sie nicht gesehen, wie wir Seite an Seite ausritten, um uns einen Tag lang zusammen zu vergnügen. Plötzlich klang das Kläffkläffen der Hunde anders, und dann verstummte es völlig. Mit einem langen, lauten Hornsignal verkündete der Jäger, dass die Hunde eine Spur aufgenommen hatten. »Ho!« trieb Henry sein Pferd an. »Da!« schrie ich auf. Am anderen Ende der Allee, die sich vor uns auftat, erblickte ich die Silhouette eines mächtigen Hirschs, der sein Geweih nach hinten reckte, während er den rasenden Lauf vor der Jagd floh. Sofort hetzten die Hunde hinter ihm her, beinahe stumm, außer einem gelegentlichen erregten Bellen. Sie stürzten sich ins Unterholz, und wir zügelten unsere Pferde und warteten. Die Jäger entfernten sich aufgeregt von der Jagdgesellschaft, durchkämmten im Zickzack den Wald, hofften, den Hirsch zu erspähen, wenn er durch das Dickicht brach. Plötzlich erhob sich einer von ihnen in den Steigbügel und blies ein lautes Hornsignal. Mein Pferd bäumte sich bei diesem Ton vor Erregung hoch auf und machte auf den Hinterhand kehrt. Verzweifelt klammerte ich mich an den Sattelknauf fest und griff in die Mähne. Es war mir gleichgültig, wie es aussah, solange ich nicht hinten hinunter in den Schlamm fiel. Der Hirsch brach durch das Unterholz und rannte um sein Leben über das raue, unebene Gelände am Waldesrand, das auf die Sumpfwiese und dann zum Fluss führte. Sofort rasten die Hunde hinter ihm her, dahinter folgten die Pferde in halsbrecherischer Jagd. Rings um mich trommelten Hufe. Ich kniff die Augen zusammen, während mir der Schlamm in großen Brocken ins Gesicht flog. Ich beugte mich tief über Jasmins Halt, trieb sie vorwärts. Ich spürte, wie mir der Hut vom Kopf flog. Plötzlich tauchte vor mir eine Hecke auf, weiß mit Sommerblüten. Ich spürte, wie Jasmins kraftvolle Hinterhand sich unter mir anspannte und wie sie mit einem mächtigen Sprung über die Hecke setzte und auf der anderen Seite sofort wieder ein schnelles Galopp fiel. Der König ritt vor mir. Seine Aufmerksamkeit galt allein dem Hirsch, der den Abstand so unstetig vergrößerte. Mein Haar wehte, nachdem sich die Nadeln gelöst hatten, und ich lachte leichten Herzens und spürte den Wind im Gesicht. Jasmins Ohren spielten, als sie mich lachen hörte. Dann lauschte sie wieder nach vorn, als wir eine weitere Hecke erreichten, vor der noch ein unangenehmer kleiner Graben zu überqueren war. Sie bemerkte das genau wie ich, hielt aber nur einen winzigen Augenblick inne, ehe sie einen mächtigen Sprung wagte und das Hindernis überwand. Ich konnte den Duft zerquetschter Geißblatts riechen,
als ihre Hufe die Hecke streiften. Dann waren wir hinüber, rasten immer schneller weiter. Vorn stürzte sich der Hirsch, der nur noch als kleiner brauner Punkt sichtbar war, in den Fluss und schwamm mit starken Stößen auf das andere Ufer zu. Der Jagdmeister versuchte verzweifelt, den Hunden mit einem weiteren Hornsignal zu befehlen, dass sie dem Tier nicht ins Wasser folgen, sondern zu ihm zurückkommen und am Ufer entlang hetzen sollten, um mit der Beute Schritt zu halten und den Hirsch zu stellen, sobald er wieder an Land ging. Doch die Hunde waren zu erregt, um dieses Signal zu gehorchen. Die Vorreiter preschten vor, aber das Halbrudel war schon hinter ihnen, dem Hirsch her ins Wasser gesprungen. Manche wurden von der schnellen Strömung fortgerissen. Henry zügelte sein Pferd und beobachtete, wie sich das Chaos entfaltete. Ich fürchtete, er würde wütend werden, aber er warf den Kopf in den Nacken und lachte, als entzückte ihn die List des Hirsches sehr. »Auf los!« schrie er hinter ihm her. »Ich muss nicht ausgerechnet dich braten lassen. Ich habe eine ganze Vorratskammer voller Wild.« Um uns herum lachten alle, als hätte er einen wunderbaren Witz gemacht. Ich begriff, dass sie befürchtet hatten, der Misserfolg bei der Jagd könnte die königliche Laune trüben. Als ich von einem strahlenden, glücklichen Gesicht zum anderen blickte, schoss es mir durch den Kopf, wie töricht wir doch alle waren, dass wir die schwankenden Stimmungen dieses einen Mannes zum Mittelpunkt unseres Lebens werden ließen. Doch dann lächelte er mir zu, und ich wusste, dass zumindest ich keine andere Wahl hatte. Er bemerkte mein schlammbespritztes Gesicht und mein offen hängendes, wirres Haar. »Ihr seht aus wie ein Mädchen, das so recht fürs Landleben geschaffen ist«, meinte er, und jedermann konnte die Begierde in seiner Stimme hören. Ich zog meinen Handschuh aus und führte die Hand an den Kopf, zwirbelte ohne große Wirkung eine Haarsträhne und versuchte, sie zurückzustecken. Ich quittierte seine Bemerkung mit einem schiefen kleinen Lächeln, ging aber weiter nicht darauf ein. »Ach, still«, befahl ich ihm leise. Hinter seinem begehrlichen Gesicht bemerkte ich Jane Parker, die plötzlich schluckte, als hätte sie eine Schmeißfliege heruntergewürgt. Sie hatte nun wohl endlich begriffen, dass man sich in der Nähe von uns Bolains besser zusammenreißen sollte. Henry stieg vom Pferd, warf seinen Reitknecht die Zügel zu und kam zum Kopf meines Pferdes. »Wollt ihr zu mir herunter?« fragte er, und seine Stimme klang warm und einladend. Ich hackte mein Knie frei und ließ mich an der Flanke meines Pferdes herab in seine Arme gleiten. Er fing mich auf und stellte mich auf die Füße, ließ mich aber nicht los. Vor dem versammelten Hofstaat küsste er mich erst auf die eine und dann auf die andere Wange. »Ihr seid die Königin der Jagd.« »Wir sollten sie mit Blumen krönen«, schlug Anne vor. »Ja.« Henry war entzückt, und wenige Augenblicke später flocht der Hof Girlanden aus Geißblattranken und mir wurde eine betörend nach Honig duftende Krone auf das wirre blonde Haar gedrückt. Die Wagen mit den Gerätschaften und Speisen für das Essen kamen, und es wurde ein kleines Zelt für 50 Speisende, die Günstlinge des Königs, aufgeschlagen. Für die restliche Gesellschaft stellte man Stühle und Bänke bereit. Als die Königin auf ihren bedächtigen Zelter langsam angeritten kam, sah sie mich mit Sommerblumen gekrönt zur Linken des Königs sitzen. Im folgenden Monat erklärte England Frankreich endlich förmlich den Krieg. Carlos, der König von Spanien, zielte mit seinem Heer auf das Herz Frankreichs, während die ihm verbündete englische Armee von der englischen Festung Calais aus der südlichen Richtung auf Paris zumarschierte. In ängstlicher Erwartung der Neuigkeit aus Frankreich verharrte der Hof zunächst in der Nähe der Hauptstadt, doch dann hielt mit dem Sommer auch die Pest in London ihren Einzug. Henry, der schon immer panisch Angst vor Krankheiten gehabt hatte, befahl unverzüglich, die sommerliche Staatsreise zu beginnen. Wir zogen nicht nach Hampton Court, wir flohen dorthin. Auf Anordnung des Königs durften alle Speisen nur noch aus unmittelbarem Umland kommen, nicht aus London. Er verbot Händlern und Handwerkern dem Hof, aus den ungesunden Sümpfen Londons aufs Land zu folgen. Der makellose Palast am sauberen Wasser musste von allen Krankheiten abgeschirmt bleiben. Aus Frankreich erreichten uns gute Nachrichten, aus der Hauptstadt sehr schlechte. Kardinal Wolsey richtete es so ein, dass der Hofstaat nach Süden und dann nach Westen zog, dabei unterwegs in die Herrenhäuser Stationen machte und dort mit Maskenspielen und Banketten, Jagd, Picknicks und Turnieren zerstreut wurde. Wie ein kleiner Junge ließ sich Henry nur allzu leicht von der ständig wechselnden Szenerie ablenken. Jeder Höfling, der am Weg wohnte, hatte den König zu beherbergen, als wäre dies seine größte Freude und nicht die am meisten gefürchtetste Aufgabe.
Die Königin zog mit dem König durch das Reich, ritt an seine Seite durch die herrliche Landschaft, reiste zuweilen in einer Sänfte, als sei sie müde. Obwohl Henry manchmal in der Nacht nach mir schickte, war er doch tagsüber so aufmerksam und liebevoll wie möglich zu ihr. Ihr Neffe war der einzige Verbündete, den die englische Armee in Europa hatte, und die Freundschaft ihrer Familie war für das englische Heer von größter Bedeutung. Aber Königin Katharina war für ihren Mann mehr als nur eine Verbündete in Kriegszeiten. So sehr ich Henry auch an mir ergötzte, er blieb stets ihr lieber Junge, ihr wunderbarer, verzogener, verzählter Goldjunge. Er mochte mich oder irgendein anderes Mädchen in seine Gemächer befehlen. Die unverbrüchliche, unveränderliche Zuneigung zwischen diesen beiden wurde dadurch nie in Mitleidenschaft gezogen. Sie war vor langer Zeit gewachsen, weil allein sie es verstanden hatte, diesen Mann zu lieben, der doch so viel törichter und so viel selbstsüchtiger war als sie und der so viel weniger Prinz war als sie Prinzessin.